Willkommen im Marketing Real Talk mit Raphael Ganji und Chris Bejala. Der ungeschönte und unterhaltsame Blick hinter die Marketingkulissen. So, herzlich willkommen zum Marketing Real Talk. Heute eigentlich mal wieder ein flotter Dreier, aber wie wir das bei den flotten Dreier gewöhnt sind, getraut sich der Raffi wieder mal einmal nicht, obwohl es ein grosser Wunsch Anfang des Jahres war. Ich begrüße heute den Dieter Menihardt. Wir sind beide Bekannte auf LinkedIn. Dieter, erzähl doch mal ganz kurz selber, was du machst, woher du kommst und wie die ganze Geschichte eigentlich zustande gekommen ist. Ja, also zuerst mal Chris, herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Podcast. Ich bin Trainer für B2B-Kundengewinnung und bin ein Trainer im Sport. Trainiere und coache ich Sales-Teams, damit sie absolute Spitzenleistungen erbringen am Ende des Tages. Weil am Schluss kann nur ein Teamsieger sein und das sind meine Kunden. Das tönt sehr gut. B2B sprichst du an. Sales, das ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, der Raffi wäre jetzt ein riesen Fan davon. Ich sage mal, ich bin da innen, die negative Seite von dem Ganzen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also telefonierst du dann einfach irgendwie die Leute ab und zeigst ihnen, wie man halt das Telefon in die Hand nimmt? Also mal grundsätzlich geht es im Sales eigentlich immer darum, in dem um drei Sachen. Es geht darum, dass du beim Gegenüber, wer auch immer dein Kunde ist, Vertrauen aufbaust, eine stabile Beziehung herstellst und auch nachweislich Leistung erbringst. Also das, was der Kunde am Ende vom Tag weiterbringt. Und wenn du ansprichst, wie geht ein Sales, wie gehe ich und wie gehen dann meine Kunden ihre Kunden an, dann können das ganz verschiedene Kanäle sein. Ziel bleibt aber eben genau die drei Punkte, die du vorhin angesprochen hast am Ende vom Tag. Wenn du sagst, eben die drei Punkte und aber die Frage ist so ein bisschen, wie machen wir das heutzutage? Oder? Ich sage mal, ich bin derjenige, der sagt, hey, wir brauchen ja kein Sales mehr. Wenn wir da von Inbound-Marketing würden reden, dann können wir ja, sollten eigentlich die Leute ja einem Tür rennen. Also ist das nicht irgendwie ein Thema, das eigentlich ja, so ein bisschen aus den 90er Jahren kommt? Aha, das kommt nicht aus den 90er Jahren, das kommt aus dem Beginn von uns als Menschen. Es geht nämlich immer ums Gleiche, seit Jahr und Tag. Eben nochmal, es geht um Beziehungen aufbauen, um Vertrauen und schlussendlich auch um Leistung. Und das hat sich nicht wirklich verändert in den letzten paar Jahren. Klar, es sind mehr Kanäle dazugekommen, die Kanäle zu nutzen. Da trainiere ich und zeige ich auch den Leuten auf, wie sie das machen können. Also, aber zum dir ganz konkretes Beispiel, ich bin ein Fan aus der Praxis. Zum Beispiel einer von meinen Kunden ist Microsoft Schweiz. Mhm. Und Microsoft, denen gehört LinkedIn, das wissen wir alle. Und die haben mich engagiert als Trainer, als B2B-Sales-Trainer und Coach, um ihren Wiederverkäufer zu zeigen, wie sie aus LinkedIn oder aus Social Media Kontakt echte Kontakt machen. Und rate mal wie, über was? Über das Telefon. Okay. Und, auf der anderen Seite, wir haben eine Frage an dich. Nenn du mir 5 Unternehmen, die heute genügend Kunden gewinnen über reines Inbound-Marketing, wirklich genug Kunden, die auch tatsächlich profitabel sind und ihnen erlauben, eben nicht Akquise zu machen. Ich kenne keine. Mhm. Ja, das ist natürlich ein interessantes Teil. Du sagst Microsoft auf der einen Seite, du erwähnst eigentlich auch das ganze Social-Media-Thema mit LinkedIn. Mhm. Ist das jetzt, das ist eigentlich kein, also Digital Sales ist es nicht, das ist auch keine Telefonakquise, es ist so ein bisschen der Mix aus allem, wenn ich das richtig verstehe. Schlussendlich ist der Mix aus allem, da hast du absolut recht, Chris. Wenn es geht darum, in dem Sinn, wenn du heute Social Media anschaust, oder jetzt explizit LinkedIn und Xing aus dem B2B, das sind die beiden eigentlich wirklich relevanten Kanäle. Dann geht es darum, in dem Sinn, für mich ist das mal in erster Linie und für meine Kunden das Telefonbuch vom 21. Jahrhundert. Mhm. Du findest dort nämlich potenzielle Ansprechpartner aus den Firmen, wo du denkst, dass du könntest denen einen Mehrwert bieten und wo du willst, mit denen in Geschäftsbeziehungen treten. So. Mhm. Jetzt gehst du an und identifizierst die Leute über diese Kanäle, sprichst die auch an, vernetzest dich mit denen
und schaust, dass du auch kannst dort Vertrauen aufbauen, indem dass du ihnen zum Beispiel einen relevanten Inhalt kannst bieten, zum Beispiel über eine Case Study und so weiter. Und dann aber am Ende vom Tag geht es immer darum, auch aus dem virtuellen Kontakt einen realen zu machen. Und da ist das Telefon nach wie vor das absolute Nummer eins. Und da musst du sagst jetzt, das wird ein Telefonbuch. Wenn jetzt aber bei dir, also wenn du jetzt bei mir auf LinkedIn drauf gehst, meine Telefonnummer findest du gar nicht. Wie mache ich denn jetzt, wie bringe ich den Gap, der Medienbruch ist ja dann wieder so ein Thema. Das ist allgegenwärtig. Wie kann ich den überwinden? Ja, also da hast du recht, absolut. Ich meine, ich schaue mal primär in dem Sinn, wer ist mein potenzieller Ansprechpartner auf diesem Kanal? Mhm. Wer ist da der Entscheider, wer ist der Marketingleiter jetzt als Beispiel auf diesem Kanal? Und dann gehe ich auf Google und hole mir dort die Telefonnummer. Und das ist im Normalfall die Hauptnummer. Mhm. Und dann rufe ich da und dann verlange ich aber nicht, könnt ihr mich bitte zum Marketingleiter durchstellen, sondern ich verlange den Pius Müller. Weil ich eben seinen Namen schon kenne und im Idealfall auch schon mit dem vernetzt bin und entsprechend dann einen Aufhänger habe, wo ich auch einsteigen kann ins Gespräch. Okay, also du sagst eigentlich, du gehst jetzt, oder wenn man dich jetzt mal so anschaut, es gibt ja so ein paar von diesen Social Seller, wie ja der Lieblingsbegriff oder das Passwort, das Trendword im Moment draußen ist. Gibt der eine oder andere, der sich da sehr, sehr stark positioniert, wo sagt, ja, ich poste da jeden Tag und ich poste viel und jenes. Ich sehe jetzt aber zum Beispiel von dir auf LinkedIn nie so eine überschwellige Art von Posts mit irgendwelchen Informationen. Du sagst aber auf der anderen Seite, es ist ein Mix von verschiedenen Sachen. Wie stellst du dich da nach aussen? Also ich habe dich halt viel weniger aggressiv als manch andere, ich sag mal, aufgefasst von aussen. Ja, okay. Also das freut mich auf der einen Seite sehr. Also für mich sind solche Social-Media-Kanäle schlussendlich, da geht es darum, um einen Bekanntheitsgrad aufzubauen. Also ich übernehme eigentlich da meinen Job auch als Unternehmer, indem dass ich meinen Bekanntheitsgrad steigere, indem dass ich Posts mache. Ich poste sehr viel. Mein Hauptmedium dabei sind übrigens Podcasts. Ich mache pro Woche mindestens einen Podcast, wo ich dann konkrete Tipps für eben B2B-Sales veröffentliche, auf iTunes und so weiter. Und diese Veröffentlichung, die tue ich auch wiederum auf LinkedIn beispielsweise posten. Und sage, hey, da gibt es einen neuen Podcast zum Thema Aufhänger im B2B beispielsweise. Hört euch den an. Und der hat mittlerweile den Podcast unter anderem auch dank Social Media mit über 100.000 Follower. Das ist aber schon, also da geschwind zum Einhaken, 100.000 Follower, die hast du jetzt alle aus der Schweiz, oder sind die jetzt im deutschsprachigen Raum? Die sind im deutschsprachigen Raum und ich mache das natürlich auch nicht seit gestern. Ich meine, das Ganze ist eine wahnsinnige Fleissarbeit, das heisst, ich habe das angefangen im 2016, bin also heute im dritten Jahr, mache das wöchentlich, jetzt kannst du zusammenzählen, wie viel das gibt. Und das braucht enorm viel Zeit und enorm viel Aufwand. Das ist ja so. Aber wenn du das 100.000 Follower im deutschsprachigen Raum, machst du den auf Hochdeutsch oder machst du den auf Schweizerdeutsch? Ich habe den bis vor kurzem, also bis vor 3 Monaten, auf Hochdeutsch gemacht und bin jetzt auf Schweizerdeutsch umgestiegen. Einfach weil ich es noch authentischer finde und meine Hauptzielgruppe ist in der Schweiz. Ich will aber auf ein anderes Thema zurückkommen, und zwar ein ganzes, aus meiner Sicht, ganz wichtiges Thema, nämlich was bedeutet dann so Postings für einen normalen Sales, wo jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen, in einer Maschinenfabrik, Produktionsbetrieb oder wherever angestellt ist, weil der kann nicht wöchentlich Posts machen. Von sich aus. Das geht gar nicht. Entweder liefert das Marketing da dazu einen Input, oder sonst ist er eigentlich eher Social Listener, sage ich jetzt einmal. Vielleicht kommentiert er noch den einen oder anderen Beitrag von seinen Zielkunden. Aber das ist es auch schon. Weil ein normaler Sales ist eben nicht irgendwo so ein Social Selling Guru, wie du es angesprochen hast, sondern das ist ein Sales und der muss Umsatz bringen. Der muss verkaufen. Und eben da sehe ich das Ganze sehr realistisch, eben gerade was Social Media betrifft. Hey, geh an als Sales, schau, wer ist deine Zielgruppe, über was redet die, was interessiert die, vernetz dich mit denen,
probieren so schon mal ein gewisses Vertrauen oder mal eine gewisse Connection aufzubauen und dann gehen und machen einen persönlichen Kontakt daraus. Okay. Du hast jetzt ein spannendes Thema angesprochen. Du redest von Marketing und wir sind ja hier im Marketing Real Talk und ich glaube, unsere Hauptzielgruppe ist, das sind der klassische Sales Guy, der draußen ist. Das Marketing und der Verkauf, das sind ja immer so im Unternehmen zwei, ja, wie soll ich sagen, zwei Abteilungen, die eigentlich sollten zusammenarbeiten, aber sich viel mehr bekriegen. Wie siehst du da jetzt zum Beispiel die Rolle, wenn wir unsere Marketing-Leute ansprechen, dass sie zum Beispiel den Verkauf mehr können fördern, mehr können einbringen? Man muss vielleicht das so sagen, für alle, die noch nie recherchiert haben, der Dieter ist es nicht irgendwie ein junges Hüpfeli von 22 Jahren, wo LinkedIn frisch entdeckt hat, sondern der Dieter hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich glaube sogar ein paar Jahre sicher mehr wie ich. Das heisst, der Mann hat Erfahrung und der Mann der setzt sich jetzt mit den neuen Medien auseinander. Wie bringst du jetzt gerade mal so die alteingesessene Sales-Garde dazu, das effektiv überhaupt mal zu nutzen? Indem, dass ich ganz konkret mit ihnen angehe und sage, hey Jungs, Mädels, jetzt schauen wir doch einmal an, wer von euren Kunden ist denn wo auf Social Media und was macht der dort? Okay. Und das ist in der Regel immer der grosse Aha-Effekt, weil du hast sehr viele Sales, die sagen, ja, meine Kunden, die sind nicht auf Social Media, die sind nicht auf LinkedIn, die sind nicht auf Xing, whatever. Und dann gehst du an, machst eine Recherche und dann kommt der grosse Aha-Effekt. Weil dann entdecken nämlich alle, hey, die sind ja da und die machen etwas. Und, was auch immer spannend ist, meine Konkurrenten, also andere Sales-Guys aus anderen Unternehmungen, haben sich unter Umständen schon mit denen vernetzt. Und spätestens dann kommt das grosse Erwachen auf der Sales-Seite. Und dann ist es eigentlich keine grosse Kunst mehr, damit, dass die entsprechenden Awareness entwickeln. Es geht dann mehr darum, in dem Sinne, wie nutze ich jetzt das? Also das heisst, dass ich konkret mit den Leuten angehe und sage, hey, jetzt gehst du so und so und so vor. Beispiel, pass auf, weil Social Media ist kein klassischer Sales-Kanal. Also geh nicht an und schreib dort irgendeine Werbebotschaft rein, weil es will keiner heute hören. Also wie nutze ich das? Das zeige ich dir heute auf. Auf deinen Punkt zurückzukommen, was Marketing, das Verhältnis zwischen Marketing und Sales betrifft, das ist ein immer schon recht angespanntes Verhältnis gewesen. Das Marketing, so die Königsdisziplin, wir machen schöne Werbungen, wir wissen in dem Sinn, wie der Kunde im Hintergrund tickt und auf der anderen Seite hast du Sales, wo sagt, hey Jungs, ihr habt gar keine Ahnung, in der Realität sieht es ganz anders aus. Das hat sich leider vielfach auch heute noch nicht bei ganz jungen Unternehmen wirklich, wirklich geändert. Also du hast immer noch die Bruchschnittstelle irgendwo, wo halt einfach irgendwo ein Graben ist zwischen Marketing und Sales. In gewissen Unternehmen, auch in gewissen Branchen, Stichwort IT beispielsweise, hat sich das massiv bessert. Die andere Branche ist noch wie vor 20 Jahren, da spielt das Alter der Mitarbeiter im Marketing oder im Sales überhaupt keine Rolle. Leider, leider. Weil aus meiner Sicht, denke ich mir, ist gerade in der heutigen Komplexität es absolut unabdingbar, dass die beiden Disziplinen Hand in Hand gehen. Und ich sage in dem Sinn, ein Sales muss heute auch Marketer sein und ein Marketer muss auch Sales sein. Mhm. Und ich habe dir ein Beispiel. Ein von den entscheidenden Gründen auch ist ja der, dass gerade im B2B die Kundenreise, oder die sogenannte Customer Journey, wie man das heute so schön sagt, die hat sich total verändert. Nur vor 15 Jahren haben sich Interessenten sehr früh in ihrem Kaufprozess oder in ihrem gedanklichen Prozess, wenn es darum gegangen ist, etwas zu kaufen, mit einem Anbieter und mit dem Sales in Verbindung gesetzt. Ja, haben sich beraten lassen, haben sich über ihn oder sie informieren lassen und dann ist sie irgendwann einmal noch in einen kleinen Wettbewerb hineingegangen, aber schlussendlich als Sales ist man sehr früh in diesen Prozess involviert gewesen. Das ist heute komplett anders. Das heisst, heute in dem Sinn, wenn ein Interessent sich meldet bei einer Unternehmung, ist er in der Regel schon extrem weit, was seine Überlegungen betrifft bezüglich dem Kauf, hat gewisse Ideen im Kopf, teilweise oder vielfach auch die falschen, aber ihn dann in dem Moment, in dem späten Moment, noch von seinen fixen Vorstellungen abzubringen, ist ein enorm grosser Aufwand für den Sales. Okay. Das bedeutet in dem Sinn, dass du musst als Sales oder als Unternehmer eigentlich, ich trenne da eben nicht Sales und Marketing, sondern ich sage, als Unternehmung musst du schauen,
dass du kannst potenzielle Kunden in ihrer Customer Journey möglichst früh abgreifen, damit dass du überhaupt in der Lage bist, sie können zu beraten und, ja, sagen wir ehrlich, auch zu beeinflussen. Also wenn du jetzt die Customer Journey ansprichst, dann gibt es ja da verschiedene Stadien. Ich unterteile die Stadien immer gerne so in den unwissenden Bereich, Leute, die weder wissen, dass sie ein Produkt, eine Lösung oder irgendeine Firma kennen oder überhaupt etwas gibt, wo das Problem für sie könnte lösen. Dann gibt es für mich so Details, so ja, sie wissen, es gibt irgendetwas da draussen, wo sie anfangen zu recherchieren. Und das ist, glaube ich, der grosse Unterschied zu früher. Oder wir haben heute eine viel offenere Welt. Wir können das viel, viel besser austauschen. Wir können das viel früher schon den Fächer aufmachen. Und dann kommt so der Status, wo ich dann halt bei einem potenziellen Anbieter bin. Jetzt die zwei Stadien, unwissend und wissend im Bereich von der Recherche, ist jetzt gerade zu dem Punkt, wo du eigentlich gerne möchtest eintreten. Wie machst du das? Also es gibt eigentlich drei Gründe, warum überhaupt ein Kunde oder ein potenzieller Kunde bereit ist, mit dir zu reden, wenn du im Sales bist. Und das ist auf der einen Seite, ein Punkt ist ganz klar, hey, kannst du mich entlasten? Das heisst, nimmst du mir etwas ab von einer Arbeit, von einer Tätigkeit oder von einem Prozess, den ich selber nicht gerne mache oder auch nicht kann? Ja? Einverstanden. Der zweite Punkt ist in dem Sinn, bietest du mir eine Entscheidungsgrundlage? Das heisst, kannst du mir aufzeigen, wie ich mein Business noch kann erfolgreicher machen? Also bietest du mir dazu eine Expertise? Mhm. Und der dritte Punkt ist, dem sage ich Teaching. Mhm. Das heisst, kannst du mir aufzeigen, wie andere Unternehmen aus meiner Branche das gelöst haben oder etwas gelöst haben und das auch erfolgreich umgesetzt haben. Mhm. Das ist der dritte Punkt. Also Entscheidung, Entlastung, Entscheidungsgrundlagen und Teaching. Und du hast, wenn ich einen Kunden angehe natürlich, oder einen potenziellen Kunden, der sagt, ich habe noch kein Problem, ich sehe noch gar kein Problem, dann nachher gehe ich zum Beispiel mit dem Teaching-Aspekt rein, als Sales. Und sagen, hey, look, ich zeige dir mal auf, andere Unternehmen haben einen Aspekt, wo du vielleicht unter Umständen noch nicht dran gedacht hast, so und so gelöst und sind so und so erfolgreicher geworden. Interessiert dich das, das einmal mit mir anzuschauen? Ich zeige dir das auf. Real an einem Case. So gehe ich dann Schritt für Schritt rein. Logisch, wenn noch nicht wirklich ein Pain da ist bei einem Unternehmen, dann dauert der Verkaufsprozess logischerweise länger, als wenn jemand sagt, ja, das ist grundsätzlich bei uns ein Thema, ja, wir wissen nicht genau, wie wir unsere IT handeln. Digitalisierung ist ein Stichwort oder ein Schimpfwort, das uns beschäftigt. Wenn Sie da eine Expertise haben und aus anderen Branchen uns aufzeigen können, von anderen Unternehmen, wie das geht, dann kommen Sie vorbei. Dann habe ich ganz einen anderen Einstieg, das ist ganz klar. Dann bin ich ganz an einem anderen Punkt. Ja, wenn du das so bringst, oder so IT-Digitalisierung, Marketing und grosse Projekte, dann kommen mir so die Anekdoten wieder führen, wo der Sales irgendwie rausgegangen ist und dann dem Kunden irgendwie das Blaue vom Himmel versprochen hat. Und was er dann bekommen hat, ist dann wirklich so ein bisschen... Weil er halt die Erfahrung, oder weil er einfach vielleicht nicht mehr in der Umsetzung war, weil er einfach nicht der Berater ist, dass dann der Sales einfach irgendetwas verkauft, das schlichtweg nicht umsetzbar ist. Also das ist ja auch noch eine schmale Gratwanderung, oder? Also das, was du jetzt gesagt hast, ich meine, das geht aus meiner Sicht heute, das geht einmal, ich sage dem, in der Wohlfühloase den Kunden über den Tisch ziehen. Also, ja, aber weißt du, das bringt dann ja auch interne Probleme. Also wenn dann jedes Mal das Projektteam irgendetwas muss umsetzen, wo der Verkäufer verkauft, wo es gar nicht gibt, das ist ja nicht gesund fürs Unternehmen. Also da bin ich voll bei dir. Ich meine, schlussendlich in dem Sinn, ein Sales kann heute nicht angehen und eben, wie du jetzt gesagt hast, irgendwie das Blaue vom Himmel erzählen. Das geht einfach nicht. Also, das ist aus meiner Sicht ein absolutes No-Go. Was ein Sales heute muss sein, ist eigentlich im Wissen und im Auftreten und in der Art, wie er mit einem Kunden kommuniziert, ist eigentlich ein Unternehmensberater.
Er muss dem Kunden real aufzeigen können, wie kann ich oder mein Unternehmen mit unseren Leistungen dich als Unternehmer erfolgreicher machen. Und für das braucht es ein ganz anderes Mindsetting, wie ich angegangen. Ich rede nämlich nicht primär gerade in einem Erstkontakt. Da geht es nicht darum, dass ich meine wahnsinnig tollen Produkte vorstellen kann, mal in erster Linie. Sondern ich gehe an und zeige dem Kunden auf, eben beispielsweise, wie haben andere Unternehmen das gemacht, aber dann zeige ich die ganze Customer Journey auf und gebe ihm wirklich Insights. Und dann geht es darum, in dem Sinne zu sagen, so, das ist jetzt ein Case, wo könnte das für dich adaptierbar sein? Lass uns darüber reden. Und das hat dann nichts mehr damit zu tun, dass ich da irgendwelche Versprechungen mache, sondern in dem Sinne, ich muss in der Lage sein, heute als Sales, auch meine Produkte zu kennen, also wirklich zu kennen. Weil wer das nicht kann und wo einfach irgendwelche Behauptungen in den Wind rausschießt, der hat dann keine Chance mehr vom Tag. Also hey, look, Dieter, das tönt, oder? Wir wünschen uns ja, oder wenn man so draussen eben schaut, die ganzen Social Seller, das kommt ja alles von alleine, das ist alles, das funktioniert super und die Leute rennen einem Boden ein, aber bei dir tönt das jetzt noch so nach richtig pickelhärter Arbeit und wir sind jetzt quasi schon gegen den Schluss, wir haben schon ein bisschen überzogen. Was wir im Marketing Real Talk eigentlich immer so machen, ist noch etwas Handfestes zum Schluss mit auf den Weg. Also was wenn wir, oder was würdest du gerne unseren Hörern draussen, die eben unseren Podcast hören, gerne mit auf den Weg geben, wo sie können sagen, hey, look, wenn ich an den Podcast zurückdenke mit dem Dieter, habe ich Folgendes gelernt. Ja. Okay. Mein Input ist, überleg dir bei allem, was du machst als Sales, wie unterstützt das mein Kunde dabei, damit dass er in seinem Business noch erfolgreicher ist. Das klingt jetzt nach einer sehr, sehr guten Plattitüde. Können wir vielleicht noch etwas noch ein bisschen praktisch orientiert? Also zum Beispiel, was ich jetzt für mich mitnehme, vielleicht mal ganz nebenbei. Für mich ist es ist nicht einfach so, hey, Inbound-Marketing löst mir alle meine Probleme, sondern Inbound-Marketing hilft mir, ein Lead zu generieren. Und das vergessen eben viele. Es ist nur der Lead und nicht gerade der Kauf. Vom Lead weg, was, wenn man das übernimmt, aus dem Englischen heißt das ein Tipp. Man hat vorhin einen Tipp bekommen, sprich, man muss dem Tipp nachgehen und da sagst du halt noch, hey, da geht es darum, eine Beziehung aufzubauen. Über verschiedene Kanäle, wie jetzt zum Beispiel Social Media mit LinkedIn, in Kontakt bleiben, Kontakt treten, aber dann irgendwann mal wirklich das Telefon in die Hand nehmen, um mit diesen Leuten mal wirklich ein echtes Gespräch zu führen. Ja, definitiv. Geh an. Also es gibt auch bei all diesen ganzen Geschichten im Digitalisierungsthema, in Social Media, Social Selling und so weiter. Hey, bau eine Beziehung mit deinem Kunden auf. Und wenn du nicht eine gute Story hast, die einfach tippt als Sales, dann lass die Finger davon. Okay. Gang an und tu dich wirklich informieren, wie dein Kunde unterwegs ist. Was sind dem seine Zielsetzungen? Was sind dem seine Herausforderungen in seiner Branche? Und dann überlegt er, wie können meine Produkte dazu beitragen, als Puzzlestein, ihm dabei zu unterstützen, eben erfolgreicher zu sein. Wenn du diese Vorarbeit nicht machst, dann hast du schon von Anfang an verloren. Wenn also das aber Also es ist im Prinzip, wenn man sich das jetzt so anlässt, das möchte gerne skalierbare vom Selling, das ist gar nicht so einfach machbar, weil ich muss natürlich noch viel Hand anlegen, ich muss noch viel über den Kunden erfahren, wenn ich kann es zwar vielleicht ein bisschen filtern, wenn ich sage, hey, ich tue die richtigen Leads mir irgendwie durch einen Lead-Nurturing-Prozess durch, kann ich vielleicht die Gold-Nuggets rausfischen, aber schlussendlich, damit ich auch kann überzeugen kann, oder die letzte Meile, da muss ich dahinter. Ja, so eins zu eins. Es ist persönliche Arbeit, es ist ein Handwerk. Verkaufen ist ein Handwerk. Und alle Werkzeuge, die du hast, die helfen dir, etwas zu bauen. Aber wenn du Werkzeuge nicht kannst bedienen kannst, dann kommt der Turm schief raus. Super, das ist eben vom schiefen Turm von Pisa. Ich denke, du hast noch etwas gesagt, wo ich zum Abschluss noch mit auf den Weg gebe. Du hast gesagt, ich sage mal, eine Verbindung aufbauen mit unseren Hörern, ein Netzwerk mit ihnen aufbauen, sie verstehen und auf sie eingehen. Und wenn man sich mal so die Marketinggrundlagen anlässt oder anschaut oder nachschlägt, dann heisst es ja, geht es ja darum, den Kunden zu verstehen und auf ihn einzugehen. Also ich glaube, das ist mal so der Schritt, wo sicher Marketing und Sales nachher zusammenrutschen.
Wenn du, liebe Hörer, übrigens ein bisschen mehr das Thema Sales eintauchen willst, dann gang doch nach dem Dieter Menihag suchen. Er hat wirklich seinen super coolen Podcast, wo er in einem kurzen Schmackhaft jede Woche ein paar Sales-Tipp mit kannst geben. Dieter, the stage is yours. Wo findet man dich am besten, wenn nicht über Google? Ganz klar über meine Homepage, auf LinkedIn und auf Xing, das gibt's auch noch. Und natürlich am liebsten per Telefon. Mein Nummer ganz einfach 055-556-7060. Ich wiederhole es gerne mal, 055-556-7060. Ich glaube, das ist ein Leistungsmerkmal von dir. Das ist, glaube ich, die erste und letzte Telefonnummer, die wir im Marketing Real Talk gehört haben. Ich danke dir für den flotten Zweier, ganz ohne den Raffi. Den werde ich prügeln, wenn ich ins nächste Mal sehe. Ich danke dir für deine Inputs und ja, bis hoffentlich gleich wieder einig. Sehr gerne, Chris. Danke dir und ja, gleichfalls gerne. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Raffi und Chris sagen Danke und würden sich über eine Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens oder einen Kommentar auf www.marketingrealtalk freuen. Bis zum nächsten Marketing Real Talk.